Ich begrüße Mitglieder der christlich-jüdischen Arbeitsgemeinschaft St. Gallen und alle weiter Interessierten, die hier zusammengekommen sind. Zum Vortrag: Das Christentum, eine jüdische Religion. Unser Gast, ein spezieller Gruß an ihn, Christian Ruttishauser, Provinzial der Schweizer Jesuiten. Ich habe noch nachgeschaut, dass der Provinzial ist. Der ist einfach Chef von einer Provinz. Und die Provinz ist die Schweiz hier gemeint. Christian Ruttishauser kommt nach Hause hier. Er ist im Heiligkreuz aufgewachsen, besuchte, wie es nicht anders sein kann, Fladen und Kantonsschule, war während dem Theologiestudium in Freiburg mal in Wiel als Pfarrer tätig. Sein Pastoraljahr hat er in Engelburg gemacht. Jetzt geht er ein bisschen weiter weg. 1992 für das Noviziat der Gesellschaft Jesu nach Innsbruck. Dann ist er Studentenseelsorger, wie sich's gehört für einen Jesuiten, muss mit den Intellektuellen zusammenarbeiten, hat dort auch Studienreisen gemacht, Studienhaus geleitet. 1998 von jetzigen Kardinal Kurt Koch die Priesterweihe empfangen und dann folgen Studien, jüdische Studien, Philosophie, rabbinisches Judentum und Doktorat über einen russischen Rabbiner, 1820, im Lassalle-Haus, lange dann auch Direktor, inzwischen Lehraufträge an verschiedenen Universitäten für jüdische Studien, dann plötzlich ein Bruch mit allem, zu Fuß nach Jerusalem. Eine spirituelle, interreligiöse, friedenspolitische Fußreise. Kurz darauf wurde er dann Provinzial der Schweizer Jesuiten und er gehört seit 2014 durch seine Kenntnisse im Judentum zu den Beratern von Bischofskonferenzen und auch, wie es heißt da, vom Heiligen Stuhl, das ist wahrscheinlich der Papst gemeint. In Wikipedia erfährt man auch noch, wen wundert's, er unterstützt die Konzernverantwortungsinitiative. Woher das Wikipedia weiß? Nun zum Vortrag. Die Zeit, als sich das Christentum und das Judentum auseinandergelebt haben, unser Referent spricht von einem Urschisma. Scheinbar waren sie mal eine Religion, dann wurden sie zwei. Aber genau an dieser Bruchstelle, da würde auch heute noch gearbeitet und dort könne man sehr viel lernen, auch über den Dialog, über das heute wieder aufeinander zugehen. Da sind wir sehr gespannt, vor allem auch, weil er mir noch geschrieben hat, er habe jetzt Dokumente vom Vatikan, die, glaube ich, halt seit dem Mittag öffentlich werden und wir dürfen hier als Erste mehr oder weniger vom Insider dazu mehr erfahren. Christian Ruttishauser, ich gebe Ihnen gerne das Wort. Herzlich willkommen heute Abend hier in der Kirche in Rotmonten. Es ist wirklich ein Heimkommen. Ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal in diesem Raum stand, vielleicht zu meiner Gymnasialzeit oder so. Und jetzt bin ich auch schon 55, es ist also einiges her. Ich freue mich sehr, hier zu sein und darüber zu reden, das Christentum eine jüdische Religion. Der Titel ist von einem meiner ersten jüdischen Lehrer genommen, David Flusser, der das Christentum so bezeichnet hat, den hatte ich in Jerusalem besuchen können. Und ein weiterer der ersten jüdischen Lehrer, die ich hatte, ist Shalom Ben-Korin. Tovia, ich freue mich sehr, dass du heute Abend da bist und gleichsam deinen Vater vertrittst. Und etwas, du hast mir viel mitgegeben. Das erste Buch, das ich geschrieben habe, 2008,
Das war dann Tovia und Adina, deiner Frau, gewidmet. Eine lange Freundschaft verbindet uns. Das ist also das Schöne, hier heimzukehren und anzuknüpfen an dem, was ich schon sehr früh gelernt habe, gerade auch hier in St. Gallen, das geht in diese Zeit zurück. Und dann freut mich natürlich das Datum, 28. Oktober. Und im jüdisch-christlichen Bereich ist das ein ganz wichtiges Datum. Heute, vor 55 Jahren, hat das Zweite Vatikanische Konzil das Dokument Nostra Aetate verabschiedet mit 2221 zu 88 Stimmen. Also hat die Weltkirche Nostra Aetate verabschiedet. Und in diesem Zusammenhang ist heute im Vatikan, sind Grußbotschaften ausgetauscht worden von Kardinal Koch zu 55 Jahren Nostra Aetate, und zwar zusammen mit der IJCIC, das ist die International Jewish Committee for Interreligious Consultation, also die Dachorganisation der jüdischen Vereine, die mit dem Vatikan direkt im Dialog sind. Und ich hatte ein Interview dazu gegeben, das heute Mittag veröffentlicht wurde, und ein Spitzensatz, den es noch nie so gegeben hat in einem vatikanischen Schreiben, und das ist zwar kein offizielles Dokument, was wir heute von Kardinal Koch vorliegen haben, aber es ist trotzdem eine wichtige Aussage eines Kardinals, und da heißt es: Das Christentum hat seine Wurzeln im Judentum, das wird ganz oft gesagt, und dann wird formuliert, das Judentum bildet den Kern christlicher Identität. Das Judentum bildet den Kern christlicher Identität. Und das ist wirklich eine Spitzenaussage, die heute gemacht wurde und an die Öffentlichkeit kommt. Wir Theologen und Theologinnen werden uns die Zähne daran abbeißen in der nächsten Zeit. Das also diese kleine Botschaft für den heutigen Tag, und dass Sie den 28. Oktober vielleicht auch nicht mehr vergessen, wenn Sie jüdisch-christlich interessiert sind, dass das für die katholische Kirche und für das Judentum der Referenzpunkt geworden ist für den modernen Dialog. Jetzt möchte ich mit Ihnen gerne durch 5 Punkte hindurchgehen heute Abend, einen Blick ins Neue Testament zuerst zu werfen, dann etwas zu sagen zum Auseinandergehen der Wege. Das ist heute ein fester Fachausdruck auf Englisch, Departing of the Ways wird das heute genannt. Dann etwas zur traditionellen christlichen Theologie des Judentums, weil ich schon auch so allzu einfache Klischees überwinden möchte. Meistens wird gesagt, 2000 Jahre Bekämpfung und Feindschaft und dann, jetzt sind wir in der neuen Dialogzeit drin. So einfach ist die Zeit doch nicht, es ist etwas differenzierter. Und deshalb auch kurz einen Blick in die Zwischenzeit, dann zur neuen Theologie seit der Shoah und am Schluss eine unvollendete Reform. Also ich bin überzeugt, dass wenn wir heute Dialog miteinander treiben und einander begegnet, hängt es davon ab, wie wir die Geschichte sehen, unsere Ursprungsgeschichte, das Auseinandergehen der Wege. Und deshalb beginnen wir im Neuen Testament, machen den zweiten Abschnitt, das Auseinandergehen der Wege, und kommen dann auf den Dialog heute zu sprechen. Zuerst ein Blick ins Neue Testament, und ich möchte von einem Satz von Leo Beck ausgehen, 1938, mitten im nationalsozialistischen Deutschland, er Vertreter der deutschen Juden. Er ist nachher nach Theresienstadt deportiert worden, hat überlebt die Shoah. Er hat einen Aufsatz geschrieben, 1938, die Evangelien als Zeugnisse des jüdisch-messianischen Glaubens. Und das ist etwas, das heute ganz breit anerkannt wird. Die einzelnen Schriften des Neuen Testaments sind jüdische Schriften. Nicht das Neue Testament ist jüdisch. So, gerade die Kanonisierung, das ist dann der christliche Schritt. Aber die einzelnen Schriften darin sind wirklich jüdische, messianische Schriften.
Ich möchte zwei, drei Beispiele nennen, die ich immer wieder vortrage und Leute frage. Das erste Kapitel im Markus-Evangelium, da tritt Jesus auf, es ist Schabbat, er geht in die Synagoge und heilt da einen besessenen Mann. Nachher geht er ins Haus von Petrus und da liegt die Schwiegermutter mit Fieber da nieder. Dann heilt er die Schwiegermutter und dann geht die Sonne unter und dann bringen die Leute die Kranken zum Heilen. Wenn ich in christliche Gruppen hineinfrage, was wird in diesem Kapitel dargestellt, was wird erzählt? Jesus der Heiler. Dann sage ich, ja, das stimmt. Warum heilt er? Ja, der Messias, der heilt, der bringt zur Vollendung. Ja, aber wenn man das genauer hinschaut, ist das nicht einfach Jesus der Heiler, sondern es ist Schabbat. Er geht in die Synagoge. In der Synagoge, was macht er dort? Er heilt einen Mann, damit der liturgiefähig ist an Schabbat. Er geht nach Hause, da ist die Schwiegermutter des Petrus krank. Er heilt die Frau, gendergerecht. Die Frau, warum zu Hause? Damit auch sie liturgiefähig ist. Genau nach den sozialen Rollen, die an einem Schabbat Frau und Mann zukommen. Das heißt, wir haben hier nicht einfach eine Heilungsgeschichte, sondern wir haben eine eine restituierende Schabbat, damit er auch tatsächlich gefeiert werden kann. Das heißt, damit er wirklich in die Fülle hineinkommt von dem, was die Schöpfung sein kann. Und dann geht die Sonne unter und dann kommen die Leute und bringen ihre Kranken, damit sie geheilt werden. Und so ist das ganze erste Kapitel, wenn man es mit jüdischen Augen liest, nicht einfach eine Heilungsgeschichte, sondern eine Vollendung des Sabbats. Und niemand kann mir sagen, Jesus ist gekommen nach dem Markus-Evangelium, um die Gesetze des Schabbats zu brechen. Im Gegenteil, um sie eben genau zu erfüllen. Und wenn wir entdecken, dass wir diese Texte eben mit jüdischen Augen lesen sollen, dann gehen uns solche Augen auf. Solche Dinge auf und sonst lesen wir über sie hinweg. Sie kennen alle die Verklärungsszene. Jesus ist auf dem Berg und es erscheinen Mose und Elia. Auf welchem Berg ist er? Die Tradition hat daraus den Berg Tabor gemacht. Wenn Sie ins Neue Testament hineinschauen, ist da kein Name. So, er ging auf einen hohen Berg. Mit allem, was geschieht mit Mose und Elia, es ist klar, eigentlich ist es nicht der Tabor, sondern es ist der Sinai. Das heißt, er steigt auf den Sinai. Dann reden die miteinander und Petrus fragt auf einmal, sollen wir drei Hütten bauen? Was haben wir hier eigentlich? Wir haben eine richtige Talmudschule auf diesem Sinai, auf diesem Berg. Das sind drei Juden, die miteinander diskutieren. Und wenn drei Juden miteinander diskutieren, ist die Frage, haben wir jetzt drei unterschiedliche Synagogen oder sollen wir eine Synagoge machen? Selbstverständlich, nein, nicht drei Hütten sollen gebaut werden, sondern nur eine soll gebaut werden, weil das nicht trennen soll. Im Zweifelsfall, die messianische Gemeinde sagt, hört auf Jesus, er ist der Rabbiner, der die Auslegung bringt. Das heißt, die Verklärungsszene ist eine urjüdische Geschichte der Auslegung und die Frage, welcher Rabbiner, an welchem hängt man letztlich an und an welchem nicht und dem einen oder anderen. Aber wenn Sie die Verklärungsgeschichte lesen, mit jüdischen Augen, haben Sie eine völlig andere Geschichte, als wenn Sie die nicht mit jüdischen Augen lesen. Schauen Sie Jesus im Matthäus-Evangelium an. Da hat Jesus fünf große Reden, die er hält. Und wenn man diese fünf Reden anschaut, dann sieht man, Bergpredigt ist wieder eine Anklang an den Sinai. Dann kommt die Aussendungsrede in der Mitte des Evangeliums, die Himmelreichsrede, Gemeinderede im Kapitel 18. Und dann haben wir die Endzeitrede. Sie sehen, es wird alles gestaltet in fünf Reden, um zu sagen, ich bin gekommen, nicht die Tora aufzuheben, sondern um sie zu erfüllen. So heißt es zu Beginn der Bergpredigt, der das ganze Evangelium letztlich prägt. Es ist nicht nur die Bergpredigt, die das prägt, sondern das ganze Evangelium. Und Sie spüren, es ist ein tief jüdischer Text.
Selbstverständlich ein jüdisch-messianischer Text. Und ein letztes Beispiel, Johannes, das 8. Kapitel. Wir haben die Ehebrecherin, die ins Zentrum gestellt wird, und die Rabbinen und Schriftgelehrten sagen, nach dem Gesetz muss diese Frau gesteinigt werden. Was macht Jesus? Er schreibt mit dem Finger in den Sand. Und wir würden ja alle so gerne wissen, was schreibt er eigentlich in diesen Sand? Und der Text sagt uns nichts. So, aber es wird mit einem Finger geschrieben. Auch das erinnert wieder an den Finger Gottes, der auf die Tafeln geschrieben hat am Sinai. Und wenn wir das in Zusammenhang mit der rabbinischen Tradition bringen, es gibt die schriftliche Tradition, es gibt die mündliche Tradition, und Jesus zeigt sich gerade mit dem Fingerschreiben als ein Rabbiner, dem die mündliche Tradition so entscheidend ist. Und er sagt, wer keine Schuld hat, der werfe den ersten Stein. Und keiner der Schriftgelehrten, keiner der Rabbiner wirft einen Stein, weil sie genau verstehen, was die mündliche Tradition ist. Und sie gehen weg. So positiv werden die Pharisäer dargestellt, dass die Christen, die das lesen, immer darüber weglesen und genau das Gegenteil behaupten von den Pharisäern. Ist eine der schönsten Geschichten von Leuten, die in sich gehen und umkehren. Und wenn man das eben nicht mit jüdischen Augen liest, dann nachher kommt ein völlig anderes Bild heraus. Von daher, das Christentum als eine jüdische Tradition, gerade in dieser ersten Zeit als eine jüdisch-messianische Tradition, das neu zu entdecken und wirklich einfach eine neue Brille aufzusetzen, dann nachher lesen Sie das Neue Testament, als hätten Sie es wirklich noch nie gelesen. Und den Christinnen und Christen sage ich das wirklich, lesen Sie das Neue Testament neu. So, dann gehen Fels wie Schuppen von den Augen. Das Wichtigste, das Gleichnis im Römerbrief, das Ölbaumgleichnis, wir werden nicht den ganzen Text lesen, aber es wird einfach auch oft heute falsch dargestellt. Oft wird gesagt, das Gleichnis ist so, wir haben das Judentum, das ist die Wurzel, und das Christentum wächst daraus heraus. Wenn wir das Gleichnis genau analysieren, Maria Neubrand, die Neutestamentlerin von Paderborn, Gott hab sie selig, sie ist dieses Jahr verstorben, hat noch einmal nachgewiesen in einer tollen Exegese, die Wurzeln, die da zu sehen sind, das ist eigentlich Abraham. Der ganze Stamm, das ist der Messias. Und dann gibt es Heiden und Judenchristen, die da eingepflanzt sind. Es ist nicht ein Gleichnis für das jüdisch-christliche Verhältnis, sondern es ist ein Gleichnis für die messianische Gemeinde Jesu, die sich aber öffnet, weil sie eben Licht für die ganzen Völker sein will. Und dann gibt es einige, hier im Bild natürlich die anderen Bäume, die dazugehören. Auf der einen Seite das Judentum, das ist verbunden über Abraham, das wird in Römer 4 dargelegt. Und auf der anderen Seite haben wir hier klein beim blauen Baum dargestellt, die Heiden. Und das Messianische ist gerade die Brücke, die versucht gebaut zu werden. Von daher lesen Sie auch gerade das Ölbaumgleichnis noch einmal neu. Und legen Sie es nicht zu einfach über den jüdisch-christlichen Dialog, sondern versuchen Sie es in den Paulus hineinzulesen, der an einem anderen Ort steht als wir heute. Und das sind die großen Entdeckungen heute. Das war ein ganz kurzer Blick ins Neue Testament hinein, zu zeigen, wie wichtig es ist, dass unsere Augen mit neuen Brillen schauen. Auch wenn sie jetzt manchmal anlaufen, wenn wir eine Maske tragen müssen. Ich meine eine andere, neue Brille. Heute wird vom Auseinandergehen der Wege gesprochen, wie ich das gesagt habe, the parting of the ways. Und was zu einem Urschisma geführt hat, Karl Barth sagt ganz klar, die eigentliche ökumenische Frage, die innerchristlich-ökumenische Frage, ist, wie die verschiedenen Kirchen zurückfinden zu Jerusalem. Wie sich die verschiedenen Kirchen in Verbindung setzen mit dem Judentum. Das ist die zentrale ökumenische Frage, weil es am Ursprung ein Auseinandergehen gibt. Und dieses Auseinandergehen, und das scheint mir jetzt, da habe ich mein Zeter und Sensio. Es sind zwei Ereignisse,
die am Ursprung des Christentums und am Ursprung des rabbinischen Judentums stehen. Und das eine Ereignis, das kennen alle, davon sprechen alle, das ist das Messias-Ereignis. Das ist dieser Jude aus Nazareth, der viel Troubles bringt und auch viel Heil. So, das ist das eine Ereignis. Aber es gibt ein zweites Ereignis, und das ist die Zerstörung des Tempels im Jahre 70. Und die Zerstörung des Tempels ist grundlegend, damit das Christentum entsteht. Und es ist grundlegend, damit das rabbinische Judentum entsteht. Und das Messias-Ereignis ist bedeutend, damit das Christentum entsteht, das ist wie offensichtlich, aber auch, dass das rabbinische Judentum besteht. Beide Ereignisse prägen beide Identitäten, aber in einer unterschiedlichen Art und Weise. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, ohne die Zerstörung des Tempels wäre das Markus-Evangelium, das Lukas- und das Matthäus-Evangelium ganz anders. Sie setzen die Zerstörung des Tempels voraus. Und denken Sie an den Hebräerbrief. Der Hebräerbrief interpretiert Christus als hohen Priester an Yom Kippur, als hoher Priester mit der die ganze Kreuzigung wird vom Tempel her interpretiert. Und das ist eine Neuinterpretation, die in dieser Art und Weise eine Verarbeitung ist der Tempelzerstörung, eine messianische Verarbeitung, so wie die Rabbiner eine andere Verarbeitung dieser Tempelzerstörung gemacht haben, dass eben das Lernen der Gebote über die Opfer und so an die Stelle des Opfergebens selbst tritt. Das heißt, wir haben eine Neulektüre wegen diesen beiden Ereignissen in der messianischen Bewegung, und das führt rückwirkend dazu, dass erst das Alte Testament geschaffen wird, nämlich die Bücher werden in eine neue Anordnung hineingebracht. Also das Alte Testament ist ein Produkt post Christum. Nach diesen Ereignissen entsteht erst das Alte Testament, weil das auf einmal die hebräische Bibel ganz neu gelesen wird, neu angeordnet wird. Und es ist nicht so, das Alte Testament entsteht und dann kommt einfach noch das Neue hinzu. Sondern die Doppelereignisse schaffen rückwirkend erst das Alte Testament und dann wird ein neuer Testament, ein neuer Kanon hinzugehängt, und nachher entwickelt sich die Geschichte in der Auslegung weiter durch verschiedene Bekenntnisse, durch Dogmen, durch eine lebendige Tradition. Also das heißt, beide Ereignisse führen zu einer Neuinterpretation der gesamten Geschichte. Und auf der rabbinischen, jüdischen Weise, in derselben Art und Weise, auch der Tanach ist noch nicht ganz abgeschlossen im Augenblick, wo der Tempel zerstört wird und das Messias-Ereignis ist. Und vor allem bestimmte Schriften, die ganz klassisch jüdische Schriften sind, nämlich in der Septuaginta, griechische jüdische Texte, die in den Kanon hineingenommen worden sind, werden jetzt auf einmal abgestoßen. Das heißt, wir haben auch der Tanach, ist nicht etwas, was vor Christus und vor der Tempelzerstörung in dieser Art und Weise entstand, sondern Tempelzerstörung und Messias-Ereignis schaffen auch erst die Endform des Tanachs. So. Und neben der schriftlichen Tradition setzt sich dann die mündliche Tradition die in Mishnah und Talmud und so weiter festgehalten wird und weitergeführt wird. Also das Entscheidende der Ursprungsgeschichte, die ich hier versuche neu zu erzählen, wie sie sich langsam auch durchsetzt, zeigt ganz klar, wir können nicht von einer Mutterreligion und dann nur Tochterreligion sprechen oder alles war und dann sind Ereignisse und dann geschehen neue Ereignisse, sondern durch diese beiden Ereignisse vom Messias und durch diese Ereignisse der Tempelzerstörung und was damit zusammenhängt, gibt es eine Neuinterpretation der gesamten biblischen Erzählung, und daraus entstehen zwei unterschiedliche Traditionen. Ich bringe hier noch die dritte Tradition natürlich mit hin, wenn Sie sehen. Auch der Koran nimmt das Ganze nachher auf.
Nur wird da jetzt nicht direkt angesetzt, damit die Schriften hier einfach neu interpretiert werden, sondern von hier werden die Stoffe übernommen und werden hier neu geformt im Koran und es entsteht eine neue Tradition. Und so haben wir unsere drei abrahamitischen Traditionen, die inhaltlich, thematisch eng miteinander verknüpft sind und trotzdem unterschiedliche Formen und Wege gegangen sind. Und das Auseinandergehen der Wege ist das Urschisma, an dem wir heute im Dialog arbeiten. Wir arbeiten uns ab an dieser Geschichte. Und deshalb ist es so zentral, dass wir einigermaßen ein Bild haben, wie diese Grundgeschichte ausschaut. Metaphern für das jüdisch-christliche Verhältnis. Von daher, was sich nahelegt, Geschwisterreligion. Brüder und Schwestern. Wer ist der Ältere? Wer ist der Jüngere? Ist auf einmal nicht mehr so leicht zu sagen. Die Geschichten über Geschwister haben eine große Tradition in der hebräischen Bibel. Kain und Abel, Isaac und Ismael, Jakob und Esau. Das heißt nicht, dass einfach Friede, Freude, Eierkuchen ist, wenn wir diese Metapher nehmen. Das sind große Auseinandersetzungen. So. Dann haben wir im Neuen Testament selbst, Lukas 15, die Geschichte vom barmherzigen Vater und seinen zwei Söhnen, ziemlich sicher ein Gleichnis genau auf dieses Auseinandergehen der Wege, der rabbinischen Tradition und der Heidenchristen, die hineingenommen werden in die messianische Tradition. Die Frage, soll man weiterhin von Mutter- und Tochterreligion sprechen? Auch das hat eine gewisse Berechtigung, weil natürlich die jüdische Tradition, die israelitische Tradition doch der christlichen vorausgeht. Dann habe ich gerade gesagt, der Ölbaum, die Wurzeln und die schwierigen Zweige, auch hier etwas differenzierter hinzuschauen auf Römer 11. Und dann, was ich bei den Kirchenvätern in den letzten Jahren immer wieder entdeckt habe, die Metapher der Kundschafter, die ins verheißene Land gehen. Sie kennen alle das große Bild, wie die beiden Kundschafter zurückkommen. Sie haben die große Traube als Beweis, dass da Milch und Honig fließen, dass das ein gelobtes Land ist und so. Und sie tragen auf einer großen Stange, der eine vorn, dann die Traube und hinten der andere Träger. Evagrius Ponticus im 4. Jahrhundert sagt, das sind die Juden und die Christen. Der vordere Träger, das sind die Juden, die unterwegs sind, immer ins gelobte Land. Auf die Traube können sie nicht schauen, weil sie müssen nach vorwärts blicken. Der hintere Träger, das sind die Christen, die schauen auch nach vorne. Aber in ihrem Blick haben sie natürlich immer die Traube drin. Er sagt, klar, die Traube für ihn als Christ ist das natürlich Christus, der sich hingibt, der den Wein deutet. Und für die Juden ist das auch der Wein, der eine große zentrale Rolle spielt. Und gemeinsam ist man auf dem Weg, auch wenn man diese Weintraube, die einen etwas mehr anschauen, als die anderen die Weintraube anschauen. Das ist natürlich kein modernes Gleichnis und trotzdem eine Metapher in der Antike. Und wir sehen, wie man sich schon immer Gedanken gemacht hat, wie das Ganze zusammengehört und wie das Verhältnis von beiden Traditionen letztlich zu sehen ist. Und deshalb hier kurze hermeneutische Überlegungen, wie lesen wir diese Ursprungsgeschichte, wie gehen wir mit Ursprungsgeschichten um, denn Ursprungsgeschichten sind ganz zentral. Auch Menschen, ganz einfache Menschen, die nie eine historische Bildung haben und nie Geschichte studieren, die haben ein Gedächtnis und eine Erinnerung zwei, drei Generationen zurück, was man ihnen mündlich sagt. Und dann wissen sie nichts von der Geschichte, weil sie nie Geschichte studiert haben. Aber dann wissen sie wieder etwas über den Ursprung. Wenn ich die Leute frage, was steht auf der ersten Seite der Bibel, dann nachher ist es so, dass alle wissen, Adam und Eva, Paradies. Obwohl die Leute überhaupt keine Ahnung mehr haben von der Bibel, alle in unserer Kultur wissen das. Weil der Ursprung ist etwas, der bedeutend ist und jeder von uns muss wissen, woher er kommt. Und wenn wir heute jüdisch-christlichen Dialog betreiben, ist es wichtig, dass wir unsere Ursprungsgeschichte kennen, die uns aneinander bindet oder eben auch trennt. Ursprungsgeschichten sind immer identitätsstiftend, das ist ganz wichtig. Die Geschichte von einst schafft aber keine zwingenden Fakten von heute.
Es ist nicht so, weil etwas so gewesen ist, muss das heute auch wieder so gewesen sein. Zurück an den Ursprung heißt nicht nachäffen, was vor 2000 Jahren gewesen ist. Weil Jesus beim Abendmahl gelegen ist, müssen wir heute beim Abendmahl und in der Messe uns nicht hinlegen. So, also, es ist schon etwas differenzierter. Die Definition der Ursprungsgeschichte, wie sie aber aussieht, ist ein Blick von heute. Und Sie haben Ihre Ursprungsgeschichte, wenn Sie schon lange im Dialog mit unterwegs sind. In den 80er Jahren hat man diesen Ursprung anders erzählt, als man den heute erzählt. Das heißt, die Ursprungsgeschichte ist ein Produkt natürlich von heute und kann sich auch immer wieder verändern. Keine religiöse Verklärung des Ursprungs. Die Christen, die ihre Identität verlieren und jüdisch affin sind, die wollen auf einmal den jüdischen Jesus entdecken und glauben, sie könnten mit dem jüdischen Jesus Christentum bauen. So einfach ist es dann auch wieder nicht. Also Ursprung nicht verklären, einen romantischen, nicht religiös. Jede Tradition wird auch durch die anderen Traditionen mitgeprägt, deshalb habe ich den Islam genannt. Wir dürfen den nicht vergessen im Dialog, der hat uns wesentlich mitgeprägt. Und dann natürlich auch die spätere Geschichte prägt uns nicht nur den Ursprung, aber der Ursprung hat immer eine besondere Bedeutung. Und schließlich, das Ad Fontes ist ein Erneuerungsprinzip auch heute. Wir gehen immer wieder zum Ursprung zurück, aber es ist ein Erneuerungsprinzip unter anderem. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir uns eben nicht nur mit dem Tanach und dem Alten Testament oder mit dem Neuen Testament auseinandersetzen, sondern dass wir versuchen, diese Geschichte zu verstehen, weil sie uns bis heute vor allem unbewusst prägt. So. Jetzt gehen wir weiter in die Geschichte, schauen, was uns eben auch noch geprägt hat und da wirklich wichtig, etwas einen differenzierteren Blick zu bekommen. In der alten Kirche, ich spreche natürlich aus katholischer Perspektive und christlicher Perspektive, das kennen wir alle. Ignatius von Antiochien, 2. Jahrhundert, der große erste Ausdruck von Antijudaismus im Christentum, Juden einfach diffamierend als Gottesmörder zu bezeichnen. Augustinus dann schon ganz differenzierter, natürlich auch nicht modern, die Juden als die unverständigen, aber nützlichen Bibliothekare, die die Christen brauchen mit ihren Schriften. Er hat zwar ein eher negatives Bild, weil sie unverständlich sind, aber würde nie damit so gehen, dass die Juden keine Bedeutung hätten, sondern sie haben eine bestimmte Bedeutung, die für Augustinus dann doch wichtig ist. Und das scheint mir heute vor allem wichtig, weil wir gerade eine Diskussion vor einigen Jahren hinter uns hatten mit Professor Slenska, einem Lutheraner in Berlin, der gesagt hat, um des jüdisch-christlichen Dialogs willen sollen die Christen das Alte Testament nicht mehr in ihrem Kanon drin haben, sondern das soll als deuterokanonische Schriften zurückgestuft werden, weil wir wollen das Alte Testament ja nicht den Juden wegnehmen. Eine gute Absicht, aber ich glaube einen völlig falschen Rat. Weil es geht da gerade nicht um ein Wegnehmen, sondern eben um ein gemeinsames Ringen in der Interpretation. Und er ist natürlich, Harnack hat da schon um 19. Jahrhundert herum auch diese These aufgestellt und im Christentum ist sie immer mal wieder da, seit Markion sie formuliert hat im ersten Jahrhundert, die Christen sollten eigentlich nur mit dem Neuen Testament leben. Und von daher ist ganz wichtig zu sehen, Augustinus hat eine Position, das ist natürlich schon etwas sehr Wichtiges. Papst Gregor der Große, dann im 6. Jahrhundert, das Judentum als Religio licita, als erlaubte Religion, obwohl man das Heidentum zurückgewiesen hat. Und man muss wirklich sagen, durch alle Jahrhunderte hindurch, bei allen Auseinandersetzungen, die Kirche hat immer gewusst, dass Judentum an sie gebunden ist und eine Bedeutung hat. Es ist nie einfach allgemein aufgelöst worden und ich erinnere gerne daran, dass im Vatikan selber Kardinal Koch ist nicht zuständig für den interreligiösen Dialog. Das Judentum ist nicht dem interreligiösen Dialog zugeordnet, wie wir das so landläufig sagen, sondern in der katholischen Kirche ist das Judentum der Ökumene zugeordnet.
Ganz klassisch, weil es eine tiefe Verbindung gibt. Und diese Verbindung ist immer durchgehalten worden, durch alle Jahrhunderte hindurch, dass es eine besondere Verbindung gibt und dass das nicht einfach irgendeine fremde Religion ist. Und es ist nie über den Islam ausgesagt worden, eine solche enge Verbindung. Der Tempelberg in Jerusalem ist immer zwar negativ, aber als göttlicher Beweis angeschaut worden. Stellen Sie sich vor, im byzantinischen christlichen Jerusalem. Da ist eine so große Tempelplattform einfach ein Ruinenfeld mitten in der Stadt drin, der fast vielleicht ein Drittel der Stadtfläche ausmacht. So. Und man hat ihn nicht bebaut, weil man gesagt hat, Gott hat hier den Tempel zerstört. Es ist ein Beweis dafür, dass das Judentum verworfen ist, aber wir behalten das aktiv in uns, so, auch wenn es negativ konnotiert war, aber es wurde nicht weiter bebaut. Und nachher kommt der Islam, der sagt, was haben wir so eine große Baufläche mitten in der Stadt? Und man beginnt die Al-Aqsa-Moschee und den Felsendom zu bauen. Selbstverständlich, wurde dann auch positiv besetzt. Die Juden jener Zeit wissen nicht, wird jetzt der Tempel Salomons wieder aufgebaut oder nicht? Beim Felsendom wissen wir überhaupt nicht, ist das eigentlich eine Art judenchristliche Kirche oder was soll das eigentlich sein? Ist es eigentlich eine Synagoge? In jener Zeit, als der Felsendom gebaut wird, haben wir Johannes von Damaskus, der noch sagt, eine Liste macht mit den verschiedenen christlichen Sekten und da wird der Islam einfach als eine christliche Sekte aufgeführt. Auch das differenziert sich erst langsam heraus und wir sehen, wie eng das Ganze miteinander verknüpft ist. Und daher entsteht dann am Ende der Antike die sogenannte Lehre der doppelten Schutzherrschaft. Das ist die Theologie gewesen, die über die Jahre hinweg letztlich geprägt hat, die offizielle Kirche. Was heißt doppelte Schutzherrschaft? Die Christen sollen von den Juden geschützt werden und die Juden von den Christen. Ich nehme einen Text aus dem Hochmittelalter heraus als Beispiel, dass Sie sehen, wie man da gedacht hat, vom Papst Gregor IX. Obwohl der Unglaube der Juden zu verurteilen ist, sind ihre Beziehungen zu den Christen doch nützlich. Ja, in gewissem Sinne notwendig, denn sie tragen das Antlitz des Erlösers und sind durch den Schöpfer des Universums erschaffen worden. Gott verbietet, dass sie von seinen Geschöpfen, die an Christus glauben, getötet werden. Denn so verkehrt im Durchschnitt ihre Einstellung auch sein mag, so waren ihre Väter doch als Freunde Gottes geschaffen und wird ihr Rest gerettet werden. Ganz paulinische Theologie. Das sind natürlich keine moderne Texte, das ist ein hochmittelalterlicher Text. Aber versuchen wir uns in die verschiedenen Zeiten hineinzudenken, wie diese Beziehungen miteinander gedacht worden sind und wie man versucht hat, sie letztlich auch zu verstehen. Aufgrund von solchen Texten und Überzeugungen haben zum Beispiel auch Päpste, Bischöfe immer wieder gegen Pogrome gesprochen. So. Das hat oft nicht sehr viel genützt, aber es ist wichtig zu sehen, was für eine Geisteshaltung durch die verschiedenen Jahrhunderte auch da war, ohne die Gewalt und die Pogrome und so klein zu sprechen, aber in eine differenzierte Sicht hineinkommen. Ich möchte gerade zwei Beispiele aus der Reformationszeit nehmen, weil wir in einer evangelischen Kirche sind und die CJ da evangelisch-katholisch auf der christlichen Seite ist. Und ich möchte ins 16. Jahrhundert zu gehen, nämlich zu zeigen, dass das Christentum eben eine jüdische Religion ist. Immer wenn Christen untereinander streiten, haben die Juden etwas damit zu tun, ob sie wollen oder nicht. Ignatius von Loyola, der Ordensgründer der Jesuiten, 16. Jahrhundert. 1523, das erste, was er macht nach seiner Bekehrung, Aufbruch nach Jerusalem, um Jesus möglichst nahe zu sein. Da kann man denken, ja, das ist ja noch klassisch christlich. Ich wäre gerne Jude, dann wäre ich nicht nur dem Geiste nach, sondern auch dem Blute nach mit Jesus verwandt. In den 20er Jahren des 16. Jahrhunderts gesprochen. Sie sehen, da ist einer, der ein guter Christ sein will, im 16. Jahrhundert und eine solche Aussage macht. 1527 ist Ignatius vor der Inquisition, weil ihm Judaisierung vorgeworfen wird.
Er würde die Katholiken in Spanien anhalten, sie sollten den Schabbat halten. Ich glaube, ich würde auch vor die Inquisition kommen, weil ich so gute Beziehungen zu Tovia habe, wenn ich im 16. Jahrhundert leben würde. Da sieht man, wie immer wieder diese Dinge miteinander gehen. 1537, die sieben Gefährten legen Privatgelübde in Montmartre ab und in dem Privatgelübde sagen sie, wenn es erlaubt ist, wenn wir reisen können, werden wir wieder nach Jerusalem aufbrechen. Es ist die Grundlage später für den Jesuitenorden und 1540 wird er gegründet, 1542 gibt es Konversionsbemühungen vom Ignatius unter Papst Paul III. Also das heißt, der Neubekehrte versucht jetzt Juden auch zu Christus zu bekehren. Wir sind im 16. Jahrhundert, das ist halt kein Dialogiker, aber es ist interessant, er könnte jetzt einfach sagen, ich bin jetzt guter Katholik, aber nein, er versucht Juden zu bekehren. 1547, der Konvertit Juan de Polanco wird Generalsekretär des Jesuitenordens, der zweitwichtigste Mann. 1555, Befürwortung der Ghettoerrichtung durch Papst Paul IV. Das heißt, wir sind mitten in der Konfessionalisierungszeit drin, denken Sie Augsburger Bekenntnis in dieser Zeit, und je mehr die Christen miteinander streiten und Konfessionsbildung ist, umso mehr haben die Juden die Kollateralschäden zu tragen. 1558, der Konvertit Diego Laines wird zweiter Ordensgeneral des Jesuitenordens. Ignatius stirbt 1556. 1580 sind 20-30% aller Jesuiten jüdischer Herkunft. 1580 gibt es Texte, in denen vorgeworfen wird, dem Jesuitenorden, Zitat, der Jesuitenorden sei die hebräische Synagoge innerhalb von der katholischen Kirche. Das sind die Verwerfungen, die es gibt im 16. Jahrhundert, ineinander hineingekeilt. Auf der evangelischen Seite ist es nicht viel anders. Wenn wir an Martin Luther denken, ihn als Beispiel herausnehmen, seine Reform, sola scriptura und veritas hebraica, zurück zum Ursprung, zum hebräischen Geist. 1523 seine Schrift, dass Jesus ein geborener Jude sei. Warum interessiert diesen Reformator auf einmal, dass Jesus ein geborener Jude sei? Er wirbt um das Judentum. Warum? Weil er sagt, es ist ganz klar, die Kirche ist verkommen, die römische Kirche. Dass Juden sich nicht zu Jesus bekehren, ist doch eine Selbstverständlichkeit bei dieser verkommenen Kirche. Ich werde die Kirche jetzt reformieren und wenn die Kirche reformiert ist, dann werden die Juden so von der neuen Kirche und von Christus überzeugt sein, dann werden sie automatisch sich bekehren. Das heißt, für Luther werden die Juden zum Tatbeweis seiner Kirchenreform so instrumentalisiert. 1530, Antonius Margarita, ein Konvertit, auch hier, der das Buch eröffnet, der ganz jüdisch glaubt und darin das Judentum ganz negativ darstellt. Und das ist die Haupteinflussperson für Luther in seiner Theologie um diese Zeit gegenüber dem Judentum, 1530. Sola gratia, Gnade und nicht Gesetz. Bei Ignatius haben wir beim jungen Ignatius ganz überschwänglich gegenüber dem Judentum, nachher mehr distanziert und in der katholischen Reform sogar negativ. Hier haben wir noch einen viel überschwänglicheren jungen Martin Luther, der sich immer mehr distanziert und am Schluss die Judensau an der Wittenberger Schlosskirche wird in die Predigt einbezogen, es wird darüber immer mehr antijudaistischer. 1537, Rabbiner Josel von Rosheim, das ist der Repräsentant der Juden in Deutschland, der askenasischen Juden zur Zeit, wendet sich an Luther, fragt, ob es geht um Aufenthaltsrecht in Kursachsen und Luther lehnt es ab und sagt, nein, der Kurfürst soll kein Aufenthaltsrecht der Juden geben, um 1543 von den Juden und ihren Lügen
antijudaistischer geht es kaum mehr zu und her. Und jetzt gibt es keine Schonung mehr wie bei Augustinus, sondern man brenne ihre Synagogen runter, man zerstöre sie und man bringe sie um. Wir sehen auch hier mitten in der Reform, all die Christen wollen gute Christen sein und was passiert? Sie tragen es auf dem Buckel der Juden rum. Das heißt, weil sie eben verbunden sind, und das ist dann auch meine Grundthese immer, wenn sich die Christinnen und Christen nicht aktiv mit dem Judentum auseinandersetzen, weil sie so verknüpft sind, leben sie nachher immer auf Kosten der Juden. 1546, die Verfluchung der Juden in einer seiner letzten Predigten. Das ist wirklich tragisch. Nicht einmal fast auf dem Totenbett kann er es lassen. Also es ist nicht ein Nebenthema, sondern es ist ein Hauptthema bei Martin Luther. Und das ist wirklich meine Grundthese. Christlicher Glaube wird immer wieder auf Kosten der Juden vertieft. Im Neuen Testament haben wir es gesehen in den Polemikern, Pharisäer, Juden. Wir haben es gesehen in der Vergeistigung, die die Christen bringen und deshalb die jüdische Geschichte ablehnen. Wir sehen es, als die Christen die staatstragende Rolle im Römischen Reich erlangen, werden Juden abgewertet. Bei den Kreuzzügen von Jerusalem brennen auf einmal die Synagogen in Europa. Was hat das eigentlich miteinander zu tun? Weil eigentlich wollte man ja die Wege zum Heiligen Grab und zu Jerusalem wieder freimachen. Und dann geht es in Europa los. Die Vereinigung Spaniens unter den katholischen Königen führt zur Vertreibung der Juden. Das ist dann enger Nationalstaatenbildung und Monarchiebildung, hängt mit Judenvertreibung zusammen. Von Martin Luther haben wir jetzt gerade gehört. Und bei den Entstehen der Konfessionskirchen, auch auf römischer Seite, dem Katholizismus, entstehen die ersten Ghettos. Das heißt, wir sind so miteinander verknüpft, dass wenn Christinnen und Christen sich nicht aktiv mit dem Judentum auseinandersetzen, sind sie letztlich antijudaistisch. Und das sollte uns wirklich zu denken geben. Und deshalb ist jüdisch-christliche Arbeitsgemeinschaft nicht ein Orchideenfeld für einige wenige, die sich jetzt für das auch noch interessieren, sondern es geht ums Zentrum christlicher Identität. So. Zwei Beispiele. Ein klein wenig tragisch, aber auch ganz aktuell. Auf der einen Seite Corpora, Eckhard Nordhofen, ein sehr gutes Buch, die Geschichte des Monotheismus. Der Untertitel ist Die anarchische Kraft des Monotheismus. Ich schätze Eckhard Nordhofen über alles. Großer Gelehrter, Denker. Er zeichnet die Geschichte des Monotheismus von der Bibel her bis ins Christentum hinein auf. Und zwar die Geschichte des Monotheismus als eine Mediengeschichte. Durch welches Medium ist Gott in der Welt gegenwärtig? Im Polytheismus durch Statuen, durch Götterstatuen. Wir sprechen von Idolatrie. Und dann sagt er, und in der jüdischen Tradition, in der israelitischen Tradition, ist das Medium die Schrift, Grapholatrie. Und zeigt das wunderbar auf, wie der Monotheismus weitergeht. Und dann kommt er zum Christentum und sagt, es gibt noch einmal einen Medienwechsel, nicht in dieser vollendeten Art, aber wieder eine Verschiebung und sagt, das neue Medium im Christentum wird das Brot. Zeigt das an der Vater unser Bitte auf, gib uns unser tägliches Brot. Natürlich Abendmahl und Eucharistiefeier sind dahinter, aber er rutscht im Schlussteil auch, indem er dieses Brotmedium gegen das Schriftmedium stellt und die Grammateis, die Schriftler gegen Jesus, rutscht er auch in eine Art Antijudaismus hinein. Ein so intelligentes Buch und trotzdem hat er diese Schlagseite. Und jetzt ganz neu, der Altabt Martin Wirmen von Einsiedeln, den ich sehr schätze. Ich glaube, seit 3 Wochen ist jetzt das Buch auf dem Markt. Sie sehen, wie aktuell das ist, was wir heute Abend machen. Martin Wehrlen, raus aus dem Schneckenhaus, und oben im runden Kreis drin steht, für Pharisäer mit Vorsicht zu genießen. Und er nimmt die Pharisäer als Beispiel für eine verknöcherte Kirche und für einen religiösen katholischen Klerikalismus und Fundamentalismus
Und er reflektiert in der ersten Teil des Buches, ich schreibe über die Pharisäer, das hat nichts mit den Pharisäern zu tun, der Bibel, nichts mit Antijudaismus zu tun und so. Und je mehr er sich versucht zu rechtfertigen, umso mehr verstrickt er sich trotzdem hinein. Und wieso braucht er dann trotzdem das Bild des Pharisäers? Dann sagt er, ich lerne viel von den Pharisäern, aber es ist auch negativ, dann sind wir wieder in der Position von Augustinus. So, und wir sollten doch an einem anderen Ort stehen heute. Und deshalb so, es passiert so viel auch Gutmeinenden und Christinnen und Christen, die ganz aufgeklärt und für den jüdisch-christlichen Dialog sind, geschehen solche, ja, es ist so unbewusst hineingewoben. Und die Frage ist, wie können wir christliche Identität formulieren, ohne ein Negativbild konstruieren? Wie kann der Mensch positiv Identität formulieren, ohne die anderen schlecht machen zu müssen? Und das müssen wir im jüdisch-christlichen Dialog lernen. Das ist das Charisma, das wir da lernen können. Und das wird uns in allen Bereichen des Lebens helfen. Wie kann ich ein guter Schweizer und Schweizerin sein, ohne Ausländer schlecht zu machen? Wie kann ich stolz sein, Mann zu sein, ohne Frau schlecht zu machen? Wie kann ich Feministin sein, ohne den Männern die Hosen runterzuziehen? So, das ist doch die Frage. Wie können wir unsere Identität im Leben formulieren, ohne immer andere dabei schlecht machen zu müssen? Und Gott gibt den Juden und Christen ein schönes Paradebeispiel und sagt, seid das, katholisch gesprochen, seid das Sakrament dafür, das Zeichen dafür, dass es geht, Identität gut zu leben, ohne das auf Kosten der anderen zu machen. Das ist die Botschaft und das ist hochaktuell, politisch, gesellschaftlich und das hat der jüdisch-christliche Dialog letztlich zu liefern. Das ist nicht nur etwas für uns, sondern das soll Licht für die Völker sein. Das ist unsere Aufgabe, was wir heute Abend machen. Also, jetzt gehen wir in die Moderne hinein und ich schaue auf die Uhr, damit ich dann auch nicht allzu lange überziehe. Das Erste, das kennen Sie alle, die 10 Thesen von Seligsberg, die ganze Geschichte, dass das Neue Testament jüdisch ist, Jesus, Maria und so. Ich würde sagen, Seligsberg ist ein so wichtiger Schritt, aber meistens kennen die Leute nur die 10 Thesen. Aber auf Seligsberg war eine große Konferenz mit 5 verschiedenen Kommissionen über Medienarbeit, über Erziehung, über Flüchtlinge, alles Mögliche. Und nur eine Kommission hat sich für das Religiöse auseinandergesetzt. Und die hat einen großen Text verabschiedet. Und die 10 Thesen sind nur wieder ein kleiner Ausschnitt aus diesem Text. Und meistens ist der ganze Kontext überhaupt nicht bewusst. Mein Kollege Rabbiner Joshua Ahrens hat ja jetzt gerade dieses Jahr seine Diss veröffentlicht zu Seligsberg. Ich kann sie Ihnen nur empfehlen. Tobias Ben-Korin ist sie gerade auch dabei am Lesen, damit wir wirklich etwas tiefer, sonst wird Seligsberg ein Mythos von 1947, damit es lebendig wird, damit wir tiefer hineinsehen. Also gehen Sie auch in diese neueste Geschichte noch einmal hinein, weil wir haben erst angefangen im jüdisch-christlichen Gespräch. Das Zweite, heute also vor 55 Jahren, Nostra Aetate, und Sie sehen auf der linken Seite ist der Text vom Dokument der Eröffnung und da wird gesagt, dass die katholische Kirche alle Religionen anerkennt mit ihren Wahrheiten, auch wenn es Meinungsunterschiede gibt, weil die Religionen religiöse Traditionen sind, die letztlich um Wahrheit ringen, sich den großen Fragen stellen, woher kommt der Mensch, warum gibt es Leiden, was ist der Sinn des Lebens? Und deshalb setzt sich die Kirche positiv mit den anderen Religionen auseinander, auch wenn es Differenzen gibt. Und dann im 4. Kapitel, das ist der Text auf der rechten Seite, da wird über das Judentum gesprochen. Mit dem Judentum verbindet eben die Kirche gerade etwas anderes. Und dann heißt es, bei ihrer Besinnung auf das Geheimnis der Kirche gedenkt die heilige Synode des Bandes, wodurch das Volk des Neuen Bundes mit dem Stamme Abrahams geistlich verbunden ist. Also das heißt, auf das Judentum stößt die Kirche nicht im interreligiösen Dialog, wenn es nach außen schaut zu den anderen Religionen, sondern wenn es nach innen schaut, in die eigene Identität ein, dann begegnet es dem Judentum.
Sie kennen dann die neue Formulierungen für die Karfreitagsfürbitte, wo gerade darum gebetet wird, dass jeder der eigenen Berufung treu ist. Auf der rechten Seite die offizielle katholische Bitte: Lasst uns auch beten für die Juden, zu denen Gott, unser Herr, zuerst gesprochen hat. Er bewahre sie in der Treue zu seinem Bund und in der Liebe zu seinem Namen, damit sie das Ziel erreichen, zu dem sein Ratschluss sie führen will. Beten wir füreinander, dass jeder von uns seine tiefe Berufung findet. Wunderschön in der Karfreitagsfürbitte, wie sie formuliert ist. Sie wissen, später hat es einen Streit gegeben unter Papst Benedikt für die erneuerte Fürbitte im tridentinischen Ritus. Aber das ist eine Sache, der offizielle Ritus, der ist auf der rechten Seite, dass wir einander begleiten sollen, weil es ein großes Geheimnis ist, wie Juden und Christen aneinander gebunden sind. Dann die neueste Verlautbarung zu 50 Jahre Nostra Aetate 2015, denn unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt, Reflexionen zu theologischen Fragestellungen in den katholisch-jüdischen Beziehungen zu Anlass des 50-jährigen Jubiläums von Nostra Aetate. Wenn Sie sich mit der katholischen Position modern auseinandersetzen wollen, gehen Sie nicht immer zum Text Nostra Aetate. Der ist 55 Jahre alt, seither hat sich viel getan, hier haben Sie die beste Zusammenfassung drin. Das ist, im Internet können Sie es herunterladen und Sie spüren, gut erarbeitet die aktuellsten Fragestellungen. Es sind 7 Kapitel und ich habe da 2 rot unterzeichnet. Das eine noch einmal die Sonderstellung des jüdisch-christlichen Dialogs und dann kommen mehr theologische Ausführungen über Alter und Neuer Bund, über die Bibel und so. Und dann 6, ganz wichtig, die Evangelisierungsauftrag der Kirche in Bezug auf das Judentum. Da die große Frage der Judenmission, wo die katholische Kirche sagt, es gibt keine institutionalisierte Judenmission. Das ist nicht, weil Jesus nicht eine universale Bedeutung hat, sondern weil der Bund eben eine große Bedeutung hat. Und die ganze Auseinandersetzung ist dann auch mit Papst Benedikt 2018 noch einmal eskaliert und in einem Text sagt dort auch Papst Benedikt nicht nur dieses so, dass es eigentlich keine Judenmission gibt, sondern da gibt es Dialog. Also dieses Dokument möchte ich Ihnen ans Herz legen, wenn Sie, und das ist der einfachste Zugang von katholischer Seite her. Die evangelische Seite hat natürlich auch viel Arbeit gemacht in den letzten Jahren und da ist vor allem im Jahr 2017 bei 500 Jahre Luther gab es in der Vorbereitung davon eine Revision der lutherischen Theologie und der Sicht auf Luther und es hat mehrere Dokumente gegeben, im 2015 hier zitiere ich, orientieren Sie sich an diesen neuen Texten, dann sehen Sie, wie die Kirche sehr progressiv auch vorangegangen ist, auch die lutherische Kirche in Deutschland, hier den Satz, den ich gerade herausstreiche, rot: Wir erkennen in der jüdischen Auslegung des Tanach eine auch für die christliche Auslegung nicht nur legitime, sondern sogar notwendige Perspektive. Da sind sich die großen Kirchen heute einig, dass das gemeinsame Lesen der Heiligen Schrift, die Exegese, die rabbinische Auslegung und die christliche, dass das etwas ganz Wichtiges ist und sich darin miteinander unterwegs zu sein. Das auf der lutherischen Seite. Jetzt habe ich aber schon anklingen lassen und das ist mein letzter Punkt. Der jüdisch-christliche Dialog steht noch ganz am Anfang nach 50 Jahren. So. Man könnte zwar meinen, manchmal er wäre etwas müde geworden, weil so diese erste Motivation nach der Shoah, die Dinge wieder neu zu machen, weil das oft intrinsisch motiviert war, aber es gibt noch viel Weiteres. Und weil ich katholischer Theologe bin, spreche ich jetzt aus katholischer Tradition, wo ich sehe, dass meine Tradition die Wege wirklich noch weitergehen soll. Wir haben in der Eucharistiefeier 4 offizielle Hochgebete in der katholischen Tradition. Da heißt es, ist mir fast zu klein zu lesen: Wir preisen dich, heiliger Vater, denn groß bist du und alle deine Werke können deine Weisheit und Liebe. Die Menschen hast du nach deinem Bild geschaffen und ihm die Sorge für die ganze Welt anvertraut. Über alle Geschöpfe sollte er herrschen und allein dir, seinem Schöpfer, dienen. Als er im Ungehorsam seine Freundschaft verlor und der Macht des Todes verfiel, hast du ihn dennoch nicht verlassen, sondern geholfen,
dich zu suchen und zu finden. Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. So sehr hast du die Welt geliebt, heiliger Vater, dass du deinen eingeborenen Sohn als Retter gesandt hast, als die Fülle der Zeit gekommen war. Was ich rot angestrichen habe, ist irgendwie antijudaistisch. Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten. Ist das die Geschichte der Bibel? Hat Gott der Menschheit irgendwie wie den Bund angeboten und die Menschheit durch die Propheten gelehrt? Mit Israel hast du einen Bund geschlossen und dein Volk gelehrt, durch die Propheten das Heil zu erwarten. Warum kann denn das nicht gesagt werden, wenn man einen heilsgeschichtlichen Rückblick macht? Warum muss das in dieser allgemeinen Formulierung sein? Die Schweizer glauben, sie wären ein Sonderfall und machen alles etwas besser. Deshalb haben sie noch eigene Hochgebete, Schweizer Hochgebet, Jesus unser Weg. Wir danken dir, Gott, unser Vater, und preisen dich, denn du hast uns ins Leben gerufen. Du lässt uns nicht alleine auf dem Weg und bist immer für uns da. Einst hast du Israel, dein Volk, mit starker Hand durch die weglose Wüste geleitet. Heute führst du die pilgernde Kirche durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wurde denn Israel nur einst geführt und heute nur die Kirche? Ist denn das nicht deine Aussage, einmal warst du mit Israel, aber heute bist du mit uns? Einst hast du Israel, dein Volk, mit starker Hand durch die weglose Wüste geleitet. Auch heute führst du dein Volk Israel und deine pilgernde Kirche durch die Kraft des Heiligen Geistes. Sie sehen unsere Liturgie, was wir beten. So, auch die Schweizer sind nicht so viel besser als das, was in Rom gemacht wird. Das muss man ihnen hin und wieder schon auch sagen. So, und dann kommt's ganz gut. Tanto mergo, das kennen Sie, die katholisch aufgewachsen sind. Da 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 da. Ich habe das als Bub fast jeden zweiten Sonntag unten in der Heiligkreuzkirche gesungen. Lasst uns tief gebeugt verehren, ein so großes Sakrament. Dieser Bund wird ewig währen und der alte hat ein End. Unser Glaube soll uns lehren, was das Auge nicht erkennt. Hochheretischer Text. Das Zweite Vatikanum hat eine andere Lehre. Es steht noch in jedem Schweizer Kirchengesangbuch drin von uns Katholiken. Natürlich, das ist ein mittelalterlicher Text, eine Sequenz, die kann man nicht einfach ändern. Man kann es aber trotzdem etwas anders übersetzen und auch näher am Text bleiben. Ein so großes heiliges Zeichen, ehren wir es tief gebeugt, neuer Ritus nimmt die Stelle alten Vorbildzeichens ein. Wo die Sinne uns enttäuschen, steht der Glaube für sie da. Also das heißt, das ist ein mittelalterlicher Text und so, und den könnte man aber ganz anders noch einmal übersetzen. Liturgisches Jahr. Ich bin gerade seit 15 Jahren dabei, ja, für das Fest, die Wiedereinführung der Beschneidung Jesu am 1. Januar zu feiern. Das Fest ist abgesetzt worden im Zweiten Vatikanischen Konzil. Ein Marienfest ist ausgemacht worden. Ich habe nichts gegen Marienfeste, Sie können ja das glauben, aber die katholische Tradition hat wirklich keine Marienfeste. Man kann die Maria auch feiern am 1. Januar, aber es ist der Oktavtag, es ist der achte Tag, es geht um die Beschneidung Jesu und um die Namensgebung. Die katholische Kirche hat nach dem Konzil natürlich begriffen, man kann den Namen Jesu, das Fest, nicht einfach abschaffen, und deshalb hat Johannes Paul II. Dann in den 80er Jahren das Fest des allerheiligsten Namen Jesu wieder eingeführt. Wo hat er es hingelegt? Der 1. Januar ist schon besetzt, hat er es einfach auf den 3. Januar gelegt. Aber damit wird es von der Beschneidung weggerissen und verliert an Bedeutung. Also sollten wir in der Liturgie da wieder anknüpfen. Tag des Judentums ist jetzt zweiter Fastensonntag in der katholischen Kirche. Es ging darum, feiert man Israelsonntag, Tag des Judentums, die in der Ökumene, das war zu schwierig, die Prozesse darüber zu bringen. Und die Katholiken feiert seit 2011 am zweiten Fastensonntag den Tag des Judentums. Die Lesung, AT-Lesung, in den drei Lesejahren,
Abrahams Aufbruch, Genesis 12, Bund mit Abraham im zweiten Jahr und im Lesejahr C, die Bindung Isaaks. Wunderschöne Texte, um wirklich das jüdisch-christliche Verhältnis zu interpretieren. Und über die Verklärung des Herrn habe ich bereits etwas gesagt, ist in die allen drei Jahren bei den drei Synoptikern, den drei Evangelisten, Lukas, Markus und Matthäus, wird gelesen. Nächstes Jahr feiern wir 10 Jahre Tag des Judentums. Ich hoffe, dass er sich in der katholischen Kirche einfach immer mehr durchsetzt. Denn wenn wir nicht das jüdisch-christliche Gespräch bis in den Gottesdienst, in jeden Sonntag hineinbringen, so kommen wir nicht tief genug. Ich möchte schließen. Der Dialog heute hat zu tun mit der Ursprungsgeschichte und mit der ganzen Geschichte. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die in den Blick kriegen, und dann werden wir wirklich anders da sein. Denken wir daran, das Judentum ist nicht die Religion des Alten Testaments, sondern der doppelten Tora. Das haben wir gesehen. Das Alte Testament und der Tanach sind nicht dasselbe. Die jüdische hebräische Bibel und das Alte oder Erste Testament sind zwar der gleiche Text, aber ist anders angeordnet, anders gelesen, und deshalb ist es auch gut, nicht einfach zu vereinnahmen und das Alte Testament mit jüdischen Augen zu lesen, wenn wir im Dialog sind, und Juden einzuladen, das Alte Testament natürlich auch mit dem AT, als AT zu sehen, um uns zu verstehen. Dann das Neue Testament besteht aus Schriften eines jüdisch-messianischen Glaubens, damit haben wir begonnen. Das Judentum und Christentum sind zwei Deutungen des biblischen Erbes. Das kommt dann ganz klar raus. Das Christentum ersetzt Israel nicht in der Heilsgeschichte. Das ist ganz wichtig. Das gab dem Bund, ist das sehr stark herausgearbeitet worden in den letzten Jahren. Jüdisch-christlicher Dialog ist theologisch gesehen ein Dialog sui generis, wirklich ein Sonderfall. Es ist weder Ökumene, noch ist es einfach interreligiösen Dialog aus christlicher Perspektive, sondern es ist, hat eine ganz eigene Gattung, und die ist uns, glaube ich, von Gott her aufgegeben. Einer Ecclesia ex Judaeis ist ein eigener Raum zuzugestehen. Also das heißt, wir haben Juden, wir haben Christen. Es gibt auch Juden, die sagen, für mich ist Jesus wichtig, ihn, sie nicht zu bekämpfen. Für die jüdische Seite ist es ganz schwierig anzuerkennen, und für die christliche Seite ist es auch ganz schwierig, weil sie sie gerade vereinnahmen. Aber das ist eine eigene Gruppe. Ihr müssen wir den Raum lassen, sind wir bescheiden. Wir Christen dürfen sie nicht vereinnahmen. Die Juden müssen lernen, damit umzugehen, mit Religionsfreiheit, einen eigenen Raum zu sein. Und den jüdischen, messianischen Juden müssen wir sagen, und missioniert nicht allen mit Gewalt. Lasst die Christen Christen sein und die Juden Juden sein. So, dann kommen wir in eine vertiefte Dimension hinein. Und da haben wir auch im jüdisch-christlichen Dialog noch viel zu lernen. So. Juden und Christen sind nicht einfach komplementär zu sehen. Oft wurde es so gemacht, auch der liebe Martin Buber natürlich, das war Pionierarbeit. Wir haben Glaube, Pistis und Emuna, Glaube als Inhalt und Glaube als Akt. Nein, wir haben im Judentum einen Inhalt und einen Akt im Glauben, und wir haben im Christentum einen Akt und einen Inhalt. Franz Rosenzweig, wunderbar, aber natürlich auch einfach komplementär gedacht. Das Judentum ist der Stern, die Mitte, die Christen sind die Strahlen. Die einen sind in der Geschichte, die anderen nicht. Nicht so einfach aufteilen, die Christen haben eine Theologie und Dogmen und die Juden haben ein Gesetz und keine Theologie. Nein, auch dort gibt es das. Wir sind differenzierter. All diese komplementären Ausdrücke sind in jeder Tradition drin, aber unterschiedlich konnotiert. Das heißt, den Dialog vorantreiben heute. Glaube, Gebet und Liturgie haben jüdisch-christliche Verwiesenheit zu beachten. Das habe ich gerade jetzt an diesen Beispielen versucht zu zeigen, aus der christlichen Liturgie. Und letztlich, Wunden der Vergangenheit müssen wir weiterhin natürlich aufarbeiten und im Blick haben, nicht nur theologisch denken. Und es geht immer weiterhin um eine Versöhnung, die es letztlich dann sind wir ein großes Zeichen. Das ist die große Aktualität für jüdisch-christliches Gespräch, weil wir so aneinander gekettet sind.
Von daher möchte ich schließen mit einem Psalm. Die Psalmen sind das gemeinsame Gebetbuch von Jüdinnen und Christen und von daher immer wieder zurückkommen, gemeinsam, ob wir gemeinsam beten oder nicht, das sind ja aber je gemeinsam Schulter an Schulter vor dem einen stehen, weil ich glaube, er will uns gegenseitig etwas lehren. Ein Psalm der Korachiter, ein Lied. Der Herr liebt Zion, seine Gründung auf heiligen Bergen, mehr als alle seine Städte in Jakob, liebt er die Tore Zions. Herrliche sagt man vor dir, du Stadt unseres Gottes. Leute aus Ägypten und Babel zähle ich zu denen, die mich kennen. Auch von Leuten aus dem Philisterland, aus Tyrus und Kusch sagt man, er ist dort geboren. Doch von Zion wird man sagen, jeder ist dort geboren, er, der Höchste, hat Zion gegründet. Der Herr schreibt, wenn er die Völker verzeichnet, er ist dort geboren. Und sie werden beim Reigentanz singen, all meine Quellen entspringen in dir. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke, Christian Rudishauser, für diese geraffte Durchgang nicht nur 2000 Jahre Geschichte, sondern auch noch zurück und vielleicht auch nach vorne in eine Zukunft, wenn wir da erst am Anfang stehen und jetzt so die neuen Grundlagen dazu erst entdecken und formulieren und dabei doch immer wieder in Näpfchen tappen. Es ist eine Herausforderung. Schön, dass Sie sich dieser Herausforderung stellen mit ganzer Energie, mit dem ganzen Leben, Studium und Engagement, Vorträgen. Vielleicht gibt es noch diese oder jene Frage. Wir müssen das jetzt nutzen, wenn er wieder mal in St. Gallen ist und vielleicht etwas, wo wir nicht ganz einverstanden waren oder wo er sich zu leicht gemacht hat oder auch er in ein Fettnäpfchen tippt oder also nochmals vielen Dank und hoffentlich von deinem Mund zu mehreren Menschen hier auf Erden. Danke. Ja, danke, danke. Der erste Punkt, den du gesagt hast, die Tatsache, dass wir einander gegenseitig beeinflusst haben, du hast gesagt, es ist so schwierig, das anzuerkennen. Wichtig ist, die Beeinflussung nicht als Macht übereinander ausüben zu sehen. Und wir haben es immer als, aha, in der Pesach Haggadah heißt es das Brot der Armut und so, ah, das kommt heute ziemlich sicher spät reingefügt wegen der christlichen Seite und so. Das heißt, und dann sagt man, ah, weil das so und so entstanden ist, deshalb ist es, ist das wahrer und das ist nur abgeleitet. Das versuchte ich mit diesen Zahlen, die Ursprungsgeschichte wahrnehmen, aber wir sind frei gegenüber der Geschichte und die Wertung, die wir hineinlegen, ist die Wertung der Jetztzeit. Und ich kann sehr gut sagen, das ist von dem abhängig und das heißt nicht, das eine ist wahr und das andere ist falsch. Aber wir sind aneinander geworden. Und diese neue Freiheit zu gewinnen, das scheint mir so wichtig, ein neues Geschichtsverständnis, dass man nicht sagt, weil das so und so entstanden ist, ist das und das wahrer, weil am Ursprung ist immer alles wahrer oder so, die es zuerst hatten. Das scheint mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu sein. Das Zweite, was ich schon erlebe, in den USA natürlich, wie viele, die besten Neutestament, unter den besten neutestamentlichen Forschungen gibt es heute ganz viele Jüdinnen und Juden. The Jewish Annotated New Testament,
Da gibt es aber tolle Forschungen heute. Die besten Paulusforscherinnen sind fast Jüdinnen. So, und das ist einfach total faszinierend, wie, was gerade in Amerika in diesen Jahren geschieht. Und auf der anderen Seite hier in Europa in den letzten Jahren, wie auch das orthodoxe Judentum. Wir hatten letzten November, gerade vor einem Jahr jetzt, hatten wir in Berlin die erste Sitzung, Fachtagung der Deutschen Bischofskonferenz mit der orthodoxen Rabbinerkonferenz von Europa. Und da sind wir mit Leuten an den Tisch gesessen. Das wäre einfach noch nicht möglich gewesen. Reformjudentum steht da natürlich an einem anderen Ort, aber war es immer anders möglich. Und da spürt man jetzt gerade, es wird neu aufgemischt. Es sind neue Entwicklungen da. Für diese Frage, weil Metaphern sind wirklich etwas ganz Wichtiges und sie vereinfachen, das ist ihre Funktion, so, und wir brauchen sie auch und wir sollen sie benutzen. Und das Wichtige ist, dass wir nicht nur eine benutzen, sondern dass wir multiperspektivisch darauf schauen und dann bleibt es lebendig, weil jede neue, die wir erfinden, hat immer Schlagseiten und vereinfacht und andere sind da. Und gerade, dass es mehrere Metaphern aufs Mal gibt, deshalb habe ich sie einfach dann am Schluss auch so auf der Folie gehabt, das ist eigentlich das Wichtige, damit wir flexibel bleiben. Und im Judentum habe ich schon immer noch im jüdisch-christlichen Dialog habe ich schon immer noch den Eindruck, es ist Wurzel und Baum von der christlichen Seite her, die am meisten benutzt wird. Und das schränkt uns ein, wenn wir so bei einer Metapher bleiben. Und das Zweite, die Geschwistermetapher, also wenn Sie jetzt die beiden Briefe, die vom heutigen Tag sind, miteinander analysieren, dann haben Sie Kurt Koch, der Vatikan, theologische Sprache, es wird von Geschwistern gesprochen. Weil Geschwistermetapher ist nicht so eine einfache, auch für die jüdische Seite nicht, älter, jünger, wer hat den Segen und so, Sie wissen, das ist nicht so eine einfache Geschichte. Und dann haben Sie auf dieser Seite, haben Sie das jüdische Dokument von der jüdischen Dachorganisation Itschkik, keine theologische Sprache, eine säkulare Sprache. Es würde nie von Geschwistern gesprochen werden. Es wird über soziale Fragen von Gerechtigkeit und Antisemitismus bekämpfen. Und ich finde wunderschön, wenn ich jetzt Unterricht geben müsste, ich würde gerade diese beiden Briefe nehmen, weil sie so kurz sind und an ihnen kann man exemplarisch analysieren, wie unterschiedlich die Leute, auch die jüdische und die christliche Seite, in den Dialog hineingeht. Und das ist auch ganz gut so und legitim. Und so ist, wie die Geschwistermetapher braucht und hier wird nur die Partnerschaftsmetapher gebraucht, da sieht man, sie stehen nebeneinander und wichtig ist, sie nicht gegeneinander auszuspielen, weil jede halt nur etwas sagen kann und sich gegenseitig bei den Metaphern nicht bekämpfen. Dann danken wir für die Aufmerksamkeit, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben an diesem vorläufig letzten Abend, wo wir noch so viele Leute zusammen sitzen und hören können, gemeinsam etwas denken in Gemeinschaft. Kommen Sie gut nach Hause. Es wird noch von unserem Vereinsvorstand Batsch. Ich bin jetzt wie in einem TGV und es ist mir noch leicht schwindelig von der Landschaft, die so an mir vorbeigeflitzt ist, mit ihren Worten. Ich war sehr gespannt und habe mich sehr gefreut. Es waren sehr viele Worte und sie haben gesagt, dass es im Judentum vor allem die Schrift, die Worte sind und im Christentum ist es das Brot. Und da habe ich gedacht, was?
Ich mache doch jeden Freitagabend die Schabbesbrote. Das ist doch etwas Ursprüngliches. Wenn wir das nicht haben, dann verstehen wir doch gar nichts anderes. Dieses Gemeinsame, dieses Irdische und dieses Göttliche zusammenzubringen, das ist für mich ursprünglich jüdisch. Aber das ist vielleicht, weil ich von einer sehr speziellen Seite komme, nämlich die chassidische, und da ist das nochmal ein bisschen stärker. Aber damit es nicht so bleibt, damit auch für Sie etwas Sinnliches bleibt, habe ich wieder mal etwas gefunden, was die St. Galler nämlich vereint, die jüdischen und die christlichen. Die jüdischen und die christlichen St. Galler haben sich gefunden über die Spitzen von St. Gallen. Sie haben gemeinsam eine Textilgeschichte geschrieben, die Sie bestimmt auch kennen als Alt-St. Galler. Und diesmal sind die Spitzen nicht nur zum Anschauen, sondern auch zum Essen. Und das finde ich besonders. Und Sie sind ja ein Spitzen-St. Galler. Wir sind sehr stolz darauf. Und Sie haben heute noch eine Spitze gebracht. Also passt das auf jeden Fall. Und wir danken ganz herzlich, dass Sie Zeit gefunden haben in Ihrem großen Spektrum von Arbeit, das Sie tun. Und gerne würde ich das Gespräch weiterführen ein andermal. Vielen Dank. Herzlichen Dank für die St. Galler Spitzen. Ich weiß wirklich, die St. Galler sind spitze. Genau, das mit Brot und Schrift, das gerade bei Nordhofen, das, was ich bei ihm auch kritisiere, dass er diese Gegenüberstellung macht, dass er da hineinläuft. Ich habe hinten zwei, drei Dinge hingelegt. Tovia Ben Corin unterrichtet immer noch bei uns, auch im LaSalle-Haus. Von einem Kurs habe ich was hinten hingelegt zum jüdisch-christlichen Gespräch. Und seit langem eine große Tradition, die Hebräischwoche, miteinander einfach etwas Hebräisch lernen jedes Jahr. Wir hoffen, trotz Corona können wir es machen im nächsten Januar. Der Synagogenchor von Zürich hat mir zugesagt, dass er ein Konzert gibt zur Yom Kippur-Liturgie mit Liedern von Yom Kippur. Und für all die, die Interesse haben zu lernen, nehmen Sie etwas mit, bleiben wir dran. Danke. Grüße, oder?